Russland wird voraussichtlich bis Ende des Jahres einen weiteren Militärstützpunkt nahe der Grenze zur Ukraine fertigstellen, so das beauftragte Bauunternehmen. Moskau hatte zuletzt mehrere neue Militärbasen und Kasernen entlang der russischen Westgrenze von den baltischen Staaten bis zur Ukraine aufgebaut. Die Basis in der Region Rostow liegt gut 100 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt und ist eine der neueren Anlagen. In drei Schlafsälen werden abschließende Arbeiten durchgeführt. Wir fahren die technischen Anlagen hoch und testen sie. Die Militärbasis wird in Kürze bereit sein, Personal aufzunehmen, so der Vizechef des Bauunternehmens. Die neue Basis hat Platz für bis zu 10.000 Soldaten und ist offenbar für eine Division der mechanisierten Infanterie vorgesehen. Die Spannungen zwischen Moskau und der NATO sind in den vergangenen Jahren gewachsen. Zwischen der prowestlichen Regierung in Kiew und dem Kreml herrscht ein feindseliges Verhältnis.